Ja, servus Connes, servus Schnelli. Herzlich willkommen zur ersten jemals ausgeführten Room Challenge der SVE. Kurz zu den Regeln. Ich stelle euch 10 Fragen. Ihr dürft euch nicht absprechen. Es gibt keine Abstimmung, keinen Blickkontakt. Ihr haltet einfach euren Schläger hoch. Wer von euch eurer Meinung nach die entsprechende Person ist, auf die Frage zutrifft. Und wer am Ende mehr Punkte hat, welches Team wird am Ende der Camp-Champ. Soweit verstanden? Verstanden. Alles klar. Dann geht's auch schon los mit der ersten Frage. Wer von euch hat die bessere Frisur? Jupp, das ist der erste Punkt, die erste Übereinstimmung. Wir legen, glaube ich, nicht so viel Wert darauf. Gut, einer ist halt alle 2 Wochen, der andere alle 6. So sieht's aus. Punkt ist Punkt. Richtig. So, wer von euch beiden braucht länger im Bad? Und damit hätten wir den zweiten Punkt. Das erklärt dann auch die Frisur Ja, vermutlich. relativ einfach. Ja. So, dann geht es jetzt mal etwas mehr um den Fußball. Wer hat den härteren Schuss? Erneut eine Übereinstimmung. Läuft bei euch. Ich habe noch nie spannend geschossen, seitdem ich hier bin. Sehr, sehr gefühlvolle. Wer von euch hat den besseren Musikgeschmack? Ihr habt das Ganze richtig gut drauf. Erneut ein Punkt. Wer hat den besseren Humor? Kann man so halten? Das wäre jetzt auch mein Ding Nee, ich wollte gewesen. gerade sagen, Guck mal, das ist auch ein Punkt. das ist Das so auch, das ist ein ist ein Punkt, Punkt. das lassen Das wir ist ein zählen, Punkt. oder? Das Das ist ist auf jeden Fall ein Punkt. 50-50, wir sind. Wir haben Das beide müssen ein, wir ja, wir safe haben beide werden unentschieden lassen. gemacht, Also. also. So, wer ist nach dem Tag am schnellsten müde? Und erneut eine Übereinstimmung. Wer hat schon zwei? Da haben sich aber zwei fürs perfekte Zimmer gefunden hier. Sicherlich. So, Frage Nummer 7. Wer muss mehr in die Mannschaftskasse einzahlen? Das läuft ja wie geschmiert bei euch. Ich wusste nicht warum, weil wir beide in die Strafe. Ja gut, ich stecke mir halt alles selbst ein. Ne? Ja. Und das ist natürlich besonders clever. Ist von euch jemand Kassenwart? Ja. Das ist natürlich sehr praktisch dann. So, Frage Nummer 8. Wer von euch beiden ist häufiger beim Physio? Und da haben wir den ersten Fail des Tages. Was? Ich ja eine Behandlung gehabt, eine ganze Vorbereitung. Eine einzige. Ich auch. Ja. Gestern allein schon wieder Rücken. Hei, hei, hei. Ich hab gedacht, wir marschieren durch. Ach. Ja, das Perfect Game wird es nicht mehr, aber ihr Nee, könnt noch aber sehr wir nah sind nah dran. rankommen. Ja, Ja. das ist bis jetzt hervorragend. So, Frage Nummer 9. Wer von euch geht öfter zum Buffet? Ja, es läuft wieder. Ja. Wir sind wieder da. Schnelli lässt die Vorspeise weg. Richtig. Fängt von euch keiner mit dem Nachtisch an, wie es andere. Nee, so nee, verrückte Dinge machen wir nicht. nee. Wir sind da konservativ eingestellt. So sieht's aus. Ah, Stimmt, zu hätte ich den Recht. Knopf und hätte Ja. lassen. Ja, gut, jetzt habe ich verstanden. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wer von euch beiden ist der unordentlichere? Ja. Und dann sind es leider nur 8 Punkte Oh! am Ende. Oh, Guck mal, wie es da hier gibt aussieht. es Diskussionsbedarf. Ja, okay, das sieht bei mir nicht besser aus. Ich lasse auch alles liegen. Das war's, 10. oder? Die Das war 10. die zehnte Ja. Frage. Ihr habt Haben 8 wir? Punkte. 8 von 10, ne? Ich wollte gerade sagen, also Also, okay, 8 so von 10. verkehrt waren wir nicht. Da müssen die anderen erstmal Ja, nachziehen. Das ist ja, ja. hervorragend. Kriegen die die Dann, gleichen Fragen? nee, die Fragen variieren leicht, Ja. sind aber natürlich vom Schwierigkeitsgrad her perfekt aufeinander Ja, das denke abgestimmt. ich mir Ja, dann. Nee, das wäre das ja jetzt eine perfekt. Wettbewerbsverzerrung. So, dann vielen Dank euch beiden und wir Sehr werden euch gerne. informieren, wenn ihr gewonnen habt. Ja, klar. Vielen Dank. Dankeschön. Ich rechne fest damit. Also, bis später dann, ne? Bis Ja. später.